Hallo, ich bin die Sophia, komme aus München, bin 40 Jahre alt und mein Format heißt Sophias zweite Hälfte. Ich treffe mich mit Menschen, die so wie ich um die 40 sind und wir reden über die erste Lebenshälfte und was noch so in der zweiten passieren könnte. Mein heutiger Gast ist der Stefan. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Der Mai Tai trinkende Mönch oder die Lehre der Authentizität. Und er wird gleich eine Lesung halten hier in der Orangerie. Deswegen treffen wir uns jetzt hier gleich in der Nähe vom chinesischen Turm. So, hallo Stefan. Schön, dass wir jetzt hier noch beisammen sitzen. Ja. Ich habe mir gerade die Lesung angehört. Werde ich auch noch ein bisschen was reinschneiden. Du bist ja der Autor des Buches Der Mai Tai trinkende Mönch und die Lehre der Authentizität. Ja, richtig. Genau. Wobei ich weiß, dass du ja schon ganz viele Berufe hattest, gell? Ja. Erzähl doch das erstmal, was so in deinem Leben schon los war. Also der Beruf des Autors ist tatsächlich jetzt mein jüngster Beruf. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Und begonnen hat meine berufliche Laufbahn in der Gastronomie. Da habe ich gelernt und habe dann, als ich 21 Jahre alt war, ein eigenes Restaurant aufgemacht. Das habe ich 3-4 Jahre lang geführt, dann abgegeben. Dann bin ich nach Kanada gefahren für eine Auszeit und habe dort einen Sportartikel entdeckt, der mich so fasziniert hat, dass ich den mit nach Deutschland gebracht habe und dann hier produziert habe und europaweit dann auch verkauft habe. Das habe ich dann auch so 3-4 Jahre gemacht. Und war das zum Anziehen oder war das was zum Spielen? Oder? Ja, also es war ein Flugsportartikel, sowas ähnliches wie so eine Frisbee-Scheibe, nur eine ganz andere Form. Aha. Und das hat eine unheimlich faszinierende Flugbahn gehabt. Ja, man hat es geworfen und dann ist es 2 Meter über dem Boden in derselben Höhe über 100 Meter weit geflogen. Wenn man das von der Seite gesehen hat, hat man gedacht, das gibt es irgendwie nicht. Ja. Also es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Und dann habe ich das importiert oder hergeholt und dann haben wir es hier produziert und vertrieben. Und das habe ich dann auch an den Spielwaren Großhandel abgegeben. Also kann man noch kaufen heutzutage? Kann man heute noch kaufen, ja. Wie heißt es? Exilung. Exilung. Okay. Und danach ging es weiter mit, muss ich kurz überlegen, dann bin ich in die Filmbranche reingerutscht. Ja. Da habe ich einen Freund gehabt, der war Kameramann, hat gemeint, hey, willst du nicht vielleicht mal als Tonassi mitlaufen? Und eigentlich so die normale Laufbahn, dann fängt man so als Kabelträger, Tonassi an, dann Kameraassistent, dann wird man irgendwann Kameramann und dann habe ich noch ein bisschen Steadicam gemacht und dann irgendwann mal hatte ich die Möglichkeit, bei einem Showreel, zu drehen für eine digitale Highspeed-Kamera und das hat mir gefallen, aber da hat mir die Kamera nicht so gut gefallen. Da habe ich mir überlegt, ob man die irgendwie besser machen könnte und habe mit den Herstellern gesprochen. Die wollten da aber nichts optimieren und dann habe ich angefangen, eine eigene Kamera zu entwickeln und daraus ist dann die Weißcam geworden, die eine Hochgeschwindigkeitskamera, die heute noch von Hollywood bis Bollywood im Einsatz ist. Aber das heißt, du hast dich reingebissen in die, wie eine Kamera genau funktioniert, bis ins Detail. Eben, das ist ja Wahnsinn. Genau, also ich habe überhaupt keine Ingenieursausbildung und habe dann überlegt, wie kann sowas funktionieren und habe dann die Zulieferer zusammengesucht und dann hat es aber auch, dann wächst man so mit seinen Aufgaben und ist dann so in den Meetings drin und lernt dann was dazu und dann Und die gibt es auch noch zu kaufen jetzt, diese Kamera? Die gibt es auch noch zu kaufen, ja. Aber das ist jetzt schon, muss man sagen, ein spezieller, ganz kleiner, spitzer Markt. Alles, was so 1.000, 2.000 Bilder pro Sekunde ist für Film und Fernsehen, das haben wir gemacht. Genau, und dann habe ich das habe ich 15 Jahre lang gemacht, auch mit großem Engagement und Spaß. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, will ich denn eigentlich noch, was ich da tue?
und habe dann für mich sagen müssen, nee, eigentlich nicht. Also bevor wir da jetzt reingehen, zeige ich noch schnell, weil das ist ja dann aus der Zeit, hast du 3 Fotos mitgebracht. Ah ja, stimmt. Dich ja drum gebeten, genau. Ah, schauen wir mal, schön, wie das chronologisch ist. Nee, als erstes natürlich Gastronomie. Ah, Gastronomie. Genau, ich mein würde das nochmal da ja noch reinschneiden. Das ist ja unglaublich. Das war in München, oder war das gar nicht in München? Doch, das war auch schon in München. Schon ja. In München, ja. Ja, ja. Also als Barkeeper. Als Barkeeper. Genau, das also weißt meine, du genau, was jetzt in dem Mai Tai drin ist? Ich weiß es nämlich nicht genau. Aber das, bitte fragst du mich jetzt nicht. Ja, okay, die Frage. So hundertprozentig weiß ich es nicht mehr, aber grundsätzlich weiß ich, dass es ein Rum-Cocktail ist. Ja. Okay, und dann haben wir noch ein Foto. Welches? Das wahrscheinlich, das gell? Ist das erstere, genau. Okay. Da habe ich einen Preis gewonnen mit der ersten Kamera. Weißcam HS1 hieß die. Und genau, das war so die erste Kamera, die ich entwickelt habe, natürlich, also nicht ich alleine, sondern es ist natürlich ein größeres Projekt und das habe ich halt geleitet. Und genau, und dann ging es weiter. Auch, ach, die das nächste, ist auch schon Weißcam, genau. Das ist auch Weißcam, das ist dann praktisch das zweite Modell, das ist die Weißcam HS2, die heute noch im Einsatz ist. Ja, toll, okay, und dann sind wir sozusagen heute angekommen, hast du jetzt dieses Buch geschrieben. Genau. Und war das schon immer ein Traum, mal ein Buch zu schreiben oder gar nicht? Das ja, schon. Also ein Traum, oder? Ich wollte immer schon irgendwas sagen oder schreiben. Mhm. Und irgendwann habe ich ja, wie vorher gesagt, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja? Wie kann ich es denn am besten machen? Und was will ich wirklich? Und dann habe ich gesagt, ich muss das eigentlich jetzt mal schreiben. Und dann habe ich mir tatsächlich auch die Zeit genommen. Das ist nicht ganz so leicht. Eben, also ihr habt ja 3 Kinder, weiß ich, genau, und auch genau, und wenn man dann Kinder hat, dann hat man nicht so viel Zeit, um ein neues Business aufzubauen oder ein Buch zu schreiben. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich wollte es unbedingt, weil ich mich, es musste einfach irgendwie sein. Und dann habe ich das gemacht und es ging dann einfach relativ schnell. Die ersten 6-7 Kapitel habe ich dann zum Verlag gegeben und habe natürlich dann einige Absagen bekommen, aber Goldmann hat dann zugesagt. Mhm. Und so ist das Buch innerhalb von einem Jahr entstanden und jetzt auf dem Markt. Mhm. Und jetzt mache ich, seitdem es auf dem Markt ist, Lesungen, die mir sehr großen Spaß machen, weil die Momente, die man erlebt bei so einer Lesung, die sind genau das, was ich eigentlich generieren wollte, dass die Leute, die zuhören, in so einer Selbstreflexion sind. Ja? Und nicht gebannt, sondern einfach nur mit sich selber zuhörend, den Worten lauschen, heute halt auch der Musik lauschen. Das macht mir großen Spaß, wenn man so für eine Stunde einfach nur mit sich selber sein kann und über sich und sein Leben und auch über das Thema, was mein Kernthema ist, das Thema Authentizität nachdenken kann. Das finde ich, macht mir großen Spaß, das, und das würde ich gerne weitermachen. Ja, das stimmt. Das ist auch schön, wenn du die Leute dann so ansprichst, eben, dass jeder mal so in sich hört. Genau. Genau. Hat das was, oder spricht es einen an? Kann man da irgendwie was empfinden? Das fand ich, ist sehr schön. Mhm. Das ist wirklich sehr schön. Jetzt hatten wir einen kleinen technischen Defekt. Jetzt starten wir nochmal hier. Die 2 klatschen noch. Ach so, genau, stimmt. Genau, also. Und jetzt noch meine Fragen zur Vergangenheit. Gab es irgendwelche Punkte, wo du sagst, Mai, da wäre ich gerne irgendwie einen anderen Weg gegangen? Oder das bereue ich, dass ich da nicht diesen Schritt in die Richtung gegangen bin? Nee. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich gemacht habe, ich habe das in der Gastronomie sehr gemocht. Hat mir sehr gefallen, um auch ein eigenes Restaurant zu haben. Das hat mir gefallen. Und dann kam das mit dem Sportartikel, mit diesem Fluggerät, das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Und danach ging es noch weiter mit der Weißcam, die Kamera des Filmbusinesses, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Also ich bereue eigentlich nichts. Mhm. Ich glaube jetzt mit dem Wissen, was alles so mit dem Buch passiert und welche Momente ich da habe, welche Begegnungen ich habe und wie ich mich selber fühle, also ich fühle mich viel mehr in der Mitte, also in meiner in meiner persönlichen Mitte, nicht in der Mitte vom Leben, sondern in meiner persönlichen Mitte. Und eigentlich, wenn du in deiner Mitte bist, ja auch dann in deinem authentischen Sein, oder? Genau. Also ich glaube, dass ich jetzt davor war es auch authentisch, aber ich glaube, hätte ich Weißcam weitergemacht, dann glaube ich, wäre ich nicht authentisch gewesen, ja, weil es mich einfach woanders hingezogen hat. Und es hat mich offensichtlich in die Philosophie, ins Schreiben, in Dialog treten mit Menschen. Das ist das, was mir
großen Spaß macht. Mhm. Ja. Also das, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es, glaube ich, das der Punkt gewesen, den ich bereut hätte. Ja. Genau. Und um das jetzt positiv zu formulieren, auf was bist du besonders stolz aus deiner ersten Lebenshälfte? Also da finde ich, also Gastronomie, nicht so, aber Weißcam ist natürlich schon was Besonderes, ja. Also das ist eine Kamera, da steht der eigene Name drauf, die wird von Hollywood bis Bollywood eingesetzt. Das ist natürlich schon was Besonderes, muss man sagen. Also da kann man schon stolz drauf sein, ja. Also das finde ich schon schön. Ja, das glaube ich, ja. Und ich meine, jetzt das Buch geschrieben zu haben, ist ja auch wahrscheinlich was ganz Besonderes auch, wenn man sein eigenes Buch auf den Markt bringt, oder? Ja, das würde ich fast auf derselben Höhe ansiedeln. Ja. Also, ja, das mit Weißkind, das war toll, aber der Schritt, ich sag fast der mutige Schritt, dann wirklich seiner Bestimmung zu folgen und dann sagen, okay, eigentlich fühle ich mich dazu bestimmt, ein Buch zu schreiben und dann mit dem Buch irgendwie zu arbeiten, das ist am Anfang nie so ganz klar. Und diesen Schritt dann zu machen und es umzusetzen, darauf bin ich schon auch sehr stolz. Ja. Also das ist dieselbe Höhe. Es ist genauso stolz, wie ich auf Weißkind bin ich auf den Schritt vielleicht sogar noch ein Ticken stolzer. Und wie meinst du, findet man das dann für sich? Also ich meine, da muss man ja irgendwie auch erstmal eine Weile unglücklich werden, damit man merkt, oh nein, so kann es eigentlich nicht weitergehen, oder? Man muss eigentlich schon spüren, oh, irgendwie passt es jetzt nicht mehr so, oder? Ja, also der Weg geht ja leider oft übers Unglück oder übers Leid. Und es war bei mir auch ein bisschen dass so. Dass du dann irgendwann dachtest, es taugt dir nicht mehr. Genau. Und dann muss man halt in sich reinhören und ganz sensibel gucken, welche Impulse sind denn in mir drin? Wo will ich denn da eigentlich hin? Und diesen Impulsen nachgehen. Ja. Und diesen Impulsen nachzugehen in unserer heutigen Gesellschaft, in unserem Alltag, der laut, schnell, dynamisch, ständig verändernd ist, das ist wirklich schwer. Ja. Und dafür habe ich das Buch geschrieben. Ja. Und dafür mache ich die Seminare und dafür mache ich die Vorträge. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man nicht in diesem Hamsterrad die ganze Zeit einfach weiter rennt und mal kurz innehält. Gell? Genau. Und genau. Da hat man oft nicht die Zeit dazu, gell? Oder nimmt sich nicht die Zeit, mal einen Stopp zu machen. Die Zeit ist einfach, die vergeht so schnell und man muss so viele Dinge regeln und machen und dieses und jenes und dann hat man Kinder und es ist wirklich schwierig und deswegen bin ich so froh, dass ich das hingekriegt habe, nicht für mich persönlich das Buch zu schreiben, sondern weil ich glaube, dass das im Moment, und nicht im Moment, sondern immer viele Menschen interessiert. Was ist denn das authentisch sein? Ja? Und ich glaube wirklich, dass viel mehr Leute etwas anders machen würden, wenn sie die Zeit hätten, mal wirklich zu reflektieren. Ja. Und das bietet unser heutiger Alltag überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Das ist wirklich schade. Ja. Und dann kommen Bereich wahrscheinlich auch die Burnouts und so. Da kommen die Burnouts und alles. Ja, wenn man zu lange das tut, was man gar nicht mehr möchte, dann reagiert irgendwann der Körper und zeigt das einem dann. Und das ist dann natürlich schon weit fortgeschritten. Und meine Idee ist, bleib mal bei Idee, meine Idee ist schon, dass ich mit dem Buch die Leute in eine Selbstreflexion gehen und dass die dann die Impulse für sich wahrnehmen und sagen, eigentlich müsste ich das doch verändern oder will ich das verändern. Ja. Mehr kann man als Autor nicht machen, als Impulse zu setzen. Ja. Und dass ich das machen kann und darf und das Buch auch auf dem Markt ist, das erfüllt mich mit wirklich tiefer Zufriedenheit. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich jetzt noch als Abschlussfrage stelle ich noch, ich habe hier eben symbolisch drei weiße Fotos jetzt noch für die zweite Lebenshälfte. Was wünschst du dir, dass da noch drauf, was da noch drauf kommt für dein Leben? Also im Moment arbeite ich ja in drei Bereichen. Ich bin einmal Autor, dann mache ich Seminare und ich bin Berater für Projektmanagement. Mhm. Und wenn ich mir jetzt in die Zukunft vielleicht nur ein Bild oder zwei nehmen würde, es würde mir sehr gefallen, wenn ich nur noch in Anführungsstrichen Autor wäre und nur die Seminare oder Vorlesungen machen, Vorträge. Das würde mir Spaß machen. Und wenn ich dann damit, sage ich mal, das Leben finanzieren kann, die Familie finanzieren kann, dann bin ich da äußerst glücklich. Ja. Die beiden Bilder sind gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.